Den Zwölfen zum Gruß und Willkommen zurück in den Katakomben. Unter dem wunderschönen Mengvilla bzw. der Arena, wo wir uns um Kopf und Kragen kämpfen müssen. Meister der Kreaturen. Aha. Ja, wie wir uns schon gedacht haben, wir sind bei den neuen Horden oder so, haben den ersten Kampftag überlebt, 3 Kämpfe in Folge. Da kommt doch Freude auf. Genau, die neuen Horden. Die Jungfrau ist tatsächlich Aurelia. Ja, wie ich es mir dachte, angekettet mit ihrer komischen Maske, ob wir sie irgendwie befreien müssen im Kampf mit irgendwas, weiß ich nicht. Ich glaube eher, wir müssen sie außerhalb finden. Ich weiß nicht, ob ich noch 2 Tage überlebe in dem Kampfgetümmel, das ist nämlich ziemlich übel. Die Monterreys halten sie in irgendeinem Loch gefangen und eine magische Schandmaske hindert sie am Zaubern. Wir müssen einen Weg finden, sie zu befreien, genau. Doch es scheint, dazu müssen wir erst alle 9 Kämpfe bestehen. Oh, bitte nicht. Überlebt den ersten Kampftag. Hurra, haben wir gemacht. Rüstet euch für die Kämpfe und legt euch im Dormitorium schlafen. Ach du Scheiße, das müssen wir tatsächlich bis zum Ende durchziehen? Was ist das denn bitte? Achso, hier unten sind wir übrigens. In Mengvilla. Im schönen... Neben El Halam wurden wir quasi gefangen genommen, ausgebeutet. Ne, Winab. Dann runtergetragen nach El Halam, als Sklaven verkauft und jetzt müssen wir in Mengvilla, weil wir uns bewiesen haben, ran. Hervorragend. Oder auch eher Stuhl. Was sagt denn der Meister der Kreaturen? Neues Futter für die Asselkönigin. Ach stimmt, die ist ja die letzte Hürde. Aber wir sind dann 9 Kämpfe. Ach bitte nicht. Takate, Asselkönigin, oh je. Die Asselkönigin, hast du sie gezähmt? Gezähmt? Dieses Monstrum lässt sich nicht zähmen. Mein Rat, wenn ihr gegen sie antretet, kommt ihr bloß nicht zu nahe. Ihre giftige Aura verätzt alles, was sie berührt. Der Odem raubt euch den Atem und vergiftet das Wasser. Das ist alles? Nein, die Königin ist intelligent. Sie denkt. Mit bloßer Gedankenkraft lässt sie Dinge durch die Luft fliegen. Klar. Viel Glück. Danke. Ne, auf diese Ammenmärchen können wir drauf verzichten. Ich glaube, das kein bisschen. So, Geld haben wir bekommen. Aber es gibt nichts, oder? Oh, ich hätte vielleicht mal die guten Pfeile benutzen können. Fällt mir da gerade mal so ein. Ei. Sie hat... Das ist die falsche. Wo ist die Niam? 23 normale Pfeile. Das sind 23 was? Ach, normale Pfeile. Aha. Aha. Die Wunden verursachen den Sehnenschneider. Ich glaube, da kaufen wir einfach nochmal alle. Feuerpfeile. Ach, genau. Oh, ich Schwachkopf. Ich habe auch gesehen, es gibt stumpfe Waffen. Ich habe doch alles Mögliche eingekauft. Habe ich ganz vergessen. Oh, Mann. Genau, Hakenspieß. Der ist aber leider schlechter. Der ist leider nicht so gut wie unser Speer. Ja. Und der Vollmetallbuckler, der... Naja, die Parade ist 2. Wir haben eine, die 3 Attacke macht. Kann man schon besser verteidigen. Ja, ansonsten haben wir hier die Stöckchen. Ne, alles super soweit. Wurfäxte. 10 Steine. Also die ist ein bisschen schwer, so die Axt. Aber wieso er die nicht geworfen hat, verstehe ich nicht. Der komische... Der Takate, der hat die doch hier. Ach, das ist ein Beil. Das ist gar kein Wurfbeil. Ach, hier sind die. Och, ich Schwachkopf hätte den Gürtel nutzen müssen. Ja, kein Wunder, das nicht funktioniert das letzte Mal. Effekt niederwerfen. Geil. Genau wie... Wo ist es? Naurim? Nee. Niam, so rum. Die heißen aber auch alle gleich. Da müssen wir so gucken. Das geht so nicht. Das hat so keinen Sinn und Zweck. Waffen. Genau, Sehnenschneider verursachen Wunden. Stumpfe Pfeile, genau. 6 Stück haben wir davon. Ach, das sind Bolzen. Ich habe mir da Bolzen gekauft, oder? Ich dämlicher Idiot. Ja. Stumpfe Pfeile. Sorgt, dieser Pfeil soll den Gegner nicht verwunden, sondern nur betäuben oder abschrecken. Genau. Effekt niederwerfen. Das hätte man auch mal sinnvollerweise als Zweitset benutzen können. Das sind die Jagdpfeile. Umboxende Pfeile nehmen wir dazu. Sehenschneider können wir notfalls immer noch dazu packen.
Es sei denn, sie bleibt halt wirklich auf. Wirklich auf Fernkampf. Ja, wir müssen halt gucken, welche Variante wir jetzt gerade ausgewählt haben. Aber das kriegen wir, denke ich mal, hin. So, erstmal die Wunden verarzten. Ja. Ja. Wir möchten etwas lernen, was? Wir möchten etwas lernen. Wie? Ach, sieh mal einer an. Hier könnten wir Zaubersprüche oder sowas lernen. Oder sowas, genau. Stimmt, Acceleratus auf Max. Moment mal. Wir haben noch Acceleratus Blitzgeschwind. Ach, wir hatten nicht genügend Dingeskirchen. Nicht genügend Astralpunkte, deswegen hat das nicht funktioniert. Klar. Wir brauchen nämlich wie viel der Spaß? 20. Ja, das hat nicht funktioniert. Hatte nicht funktioniert. Wie sollten die Fulminictus? Ach, kann ich lernen. Fulminictus Donnerkeil. Das kann umboxen, oder? Lähmung? Ich hab gerade was von Lähmung. Ich habe Lähmung gelesen. Geballte Kraft. Magische Kraft trifft den Gegner. Aha. Der Gegner wird von einer geballten magischen Kraft getroffen. Ach so, jetzt habe ich es begriffen. Kegel. Ein Ziel wird ignoriert. Feinde. Ich habe doch gerade was von Lähmung gelesen. Wird er umgeboxt? Magischer Schaden. Einmalig ein Ziel wird ignoriert. Strahlpunkte? Nö. Merkwürdig. Sehr standfest katzengleich, dass damit sie nicht umgeboxt werden. Erhöht die Attacke und Ausweichwerte des Ziels. Attacke und Ausweichen. Oje. Ausweichen plus 5, Nahkampfattacke. Oh, das ist aber, das ist aber nett, oder? Das klingt fast wie der nächste interessante Zauber, den man mal so ein bisschen wirken könnte. Gut, anfangs natürlich nur die plus 2, ab 8 dann plus 5 auf ein Ziel. Dann 4 Runden lang auf ein Ziel plus 8 und dann das gesamte Feld. Das finde ich echt immer krass. Dann sind alle super. Alle sind dann total super unterwegs. Blitzig find. Ja, auf ein einzelnes Ziel. Attacke, Parade, Initiative. Ja, da können wir ein Ziel so ein bisschen lähmen. Was macht das denn? Attacke und Parade, okay. Genau wie die anderen Sachen. Irgendwie hat, genau, Corpo Phrasius irgendwie das gleiche in grün, oder? Ne, Gewandtheit. Gewandtheit und Körperkraft, das schwächt. Das schwächt und das andere macht es halt schwer zu treffen. Schwer auszuweichen, macht es langsamer, das Ziel. Nochmal das gleiche in grün. Auch hier kann sich nicht so viel bewegen auf der dritten Stufe. Ja, irgendwie hat jeder Zauber auf seiner Stufe, ist ja, geht ja richtig ab so. Fulminictus Donnerkeil. Armatrotz, ja, hm. Balsam, Salabunde. Ihre Heilfähigkeiten sind halt echt irgendwie Stuhl. Ich meine, sogar der Standard hier bei 33% liegt, ja. Weil ich das ja eher noch ein bisschen verbessern würde. Eigentlich. Und für die Sonderfertigkeiten. Was war denn das? Ausweichen? Nee. Irgendwas, genau hier, der Scharfschütze. Da muss sie gewandter werden. Wir werden das ja sowieso irgendwie machen. Scharfschütze. Irgendwo war noch irgendwas mit auf 15. Fernkampf. Meisterschütze. Ist ein Meister mit dem Bogen, Armbrust. Er trifft seinen Gegner leichter, zudem richten seine Angriffe aus der Distanz mehr Schaden an. Bräuchten wir eine Stufe 16 auf Bögen. 14 wäre schon mal drin. Treffen wir auch besser. Halt, brauchen wir das andere davor auch? Nein. Nö, einfach nur Meisterschütze. Wenn wir denn jemanden mal treffen, der das kann. Und das hier Scharfschütze, das geht relativ schnell. Scharfschütze wäre erlernbar. 500 Punkte. Bräuchten wir erstmal Gewandtheit. Und Gewandtheit zu verbessern, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Initiativewert, zack. Das können wir mal Spaß haben mit dir anstellen. Ja, jetzt ist ja die Frage. Mehr Leute, die heilen können, ist natürlich super. Jetzt mit höherem Talent trifft sie besser, aber sie trifft es auch so verdammt gut. Muss ich mal ganz unironisch, wie man so schön sagt, dazu packen. Könnte ich machen. Bögen auf 11, ja oder nein? Keine Ahnung. Jetzt geht das mit dem Gelevel wieder los.
Eigentlich wollten wir doch töten. So, 700 haben wir gesagt, brauchen wir für die beiden, ne? Genau. 700. Das heißt, wir haben 300 zur freien Verfügung. Attacke 8 von 9. Der Attackewert muss noch 1 höher. Der Held greift zwei Gegner in Reichweite gleichzeitig an. Dolch, Schwerter, Fechtwaffen. Schlecht. Ist nichts, was wir benutzen. Weder Hiebwaffen noch Speere sind hier aufgezählt. Todesstoß, das kann auch nur mit dem Speer. Logisch. Aber was... Wieso sind die Wahrscheinlichkeiten so gering? Attacke minus 8. Heißt es, der sticht halt einfach mächtig zu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist verdammt schlecht. Also ist der Attackewert wahrscheinlich ausschlaggebend, ne? Das hier ist der Attackewert. Bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Gegner im Nahkampf getroffen wird. So viel zum Thema. Gewandtheit auf 17, dann könnten wir den Wert nochmal hochdrücken. Körperkraft wäre auch eine Möglichkeit. 1000 Punkte. 700 brauchen wir. Wir kämpfen ja sowieso gleich wieder. Sollte man vielleicht wirklich mal einsetzen, oder? Gewandtheit. Könnte man sogar beides machen. Nun. Aber uns wird hier jetzt nichts angeboten. Wenn ich das jetzt um 2 Punkte erhöhen würde, zack, dann wären alle Werte wären verbessert. Wir hätten mehr Gewandtheit. Ja, ja, wir haben nichts gemacht. Ist okay. Dann wären wir gewandter und würden dann einfach besser treffen. Die Wahrscheinlichkeiten für unsere Attacken ist dann einfach nochmal erhöht. Speere hat er schon auf... Ja, der muss mehr auf Angriff gehen. Das ist in Ordnung. Oi, 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 oi. Okay. Also Gewandtheit machen wir einfach. Scheißegal. Wird jetzt einfach mal gemacht. Die ganzen Werte und so weiter, ist egal. Wir sind jetzt einfach mal der Speerkämpfer, das mit dem Ausweichen und sonstigem Zeug. Das gibt's einen anderen Mal. So. Und ihr können wir ja schon mal provisorisch... Halt, sie hat die Werte jetzt, ne? Gewandtheit 15 brauchten wir aber für die Scharfschützengeschichte. Kampf... Ah ne, für Scharfschütze, genau. Scharfschütze 500... Scharfschütze. Das vielleicht als erstes, ne? Und danach die anderen Geschichten, die Kampffertigkeiten. Gut, Bunkerina. Wie geht's hier? Distanzzauber lernen brauchen wir überhaupt nicht mit ihr. So, was haben wir gesagt? Oh, Salsam. Balsam Salabunde. Dann haben wir die Regeneration. Stellt kaum was her an Lebenspunkten, aber es regeneriert 6 Runden lang. Das ist super. Gekauft. Was hätten wir noch anzubieten? Ja, da fehlen halt leider die Werte dafür. Duplikates Doppelschild benutzen wir auch recht häufig. Selbstverbündete Trefferwahrscheinlichkeit. Schafft ein oder mehrere. Ja, magische. Eigentlich alles super soweit. Was könnten wir mit ihr als nächstes wählen? Brauchen wir uns dann konzentrieren? Weil momentan ist sie ja eigentlich nur passiv eingestellt. Ja, das wird gespeichert. Selbstbeherrschung, Tierkunde, nee, Heilkunde. Benutzen wir auch so gut wie nie. Hundete. Ja, auf Stufe 3 kann man die vom Boden aufheben. Nee, erst auf der höchsten Stufe. Ausgeschaltete Helden können wiederbelebt werden. Nee. Mit Stäben ist sie halt richtig schlecht. Können wir auch so einstellen, dass sie ein bisschen eher trifft. Schönen Mittelwert vielleicht. Bisschen aktiv, bisschen passiv. Der Wert ist besser, dass sie auch mal zuhauen kann und vielleicht auch mal trifft und nicht völlig nutzlos ist. Auf der anderen Seite mag ich das einfach nicht. Nee, das machen wir nicht. Die bleibt genau da, wo sie ist. Doppelschild. Das Gelingen tut es ja sowieso immer. Was wäre die dritte Stufe? Auf 45% runtergesetzt. Und dann auf 35. Ja. Astralkosten steigen. Aber nicht getroffen zu werden, halte ich für
Eine gute Idee. Wie wäre es denn mit Grundwerten? Müssen wir für irgendwelche Sonderfertigkeiten ihre Charisma müssen wir erhöhen? Bringt Charisma Astralpunkte? Ja. Astralpunkte. Ach, selbst dafür fehlt einer, okay. Lebenspunkte machen wir einfach mal 30. So, wir sind hier mit einem Kampfgebiet, das muss schon mal sein. So, Naurim, der Herr. Was hätten wir denn gern? Sonderfertigkeiten. Haben wir Niederwerfen haben wir gelernt. Körperkraft ist hier wichtig. 17 von 13, das funktioniert. Attacke minus 6, Niederwerfen. Hier wäre es dann auch wieder Körperkraft, ne? So ein bisschen zumindest. So, hier wäre es Fernkampf, der Attackewert, vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit. Einfach nur Lebenspunkte finde ich auch ein bisschen stumpf. Wagemut und Entschlossenheit in kritischen Situationen. Hohe Willenskraft und Widerstandsfähigkeit gegen Magie. Mut wirkt sich auf Initiative, den Attack-Grundwert, die Magieresistenz und die Astralenergie aus. Jetzt sehe ich. Steht da rechts. Fernkampf machen wir eh nicht. Nee, wenn, dann wäre das für ihn. Magieresistenz und Lebenspunkte. Gibt es direkt? Direkt einen Lebenspunkt. Konstitution. Ist auch was mit. Ach ja, Maß für körperliche Zähigkeit und Widerstandskraft. Konstitution ist die Basis für eine hohe Lebenskraft. Ein hoher Konstitutionswert verringert außerdem die Wahrscheinlichkeit, im Kampf eine Wunde zu erleiden. Ja, dann hätten wir einen Lebenspunkt mehr. Aber wieso? Und wieso nur einen? Lebenspunkt. Konstitution. Jetzt hat er nur einen einzigen Lebenspunkt mehr, aber wann wird das ja aufgefüllt? Halt. Das war dumm. Körperkraft würde das Ganze komplementieren, okay. Wahrscheinlich müssen wir da tatsächlich warten, aber nach dem Kampf? Ich weiß ja nicht. Schwierig ist das. Selbstbeherrschung, Körperbeherrschung. Dass er nicht so umgeboxt wird, ne? Niederwerfenattacke ist auch nervig. Sehr gute Chance, Niederwerfenattacken sowie negativen Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Das klingt halt an sich auch schon mal sehr angenehm. 250. Und das wären 400. Nee. Boah, das ist echt schwierig mit uns. Was ist denn hier? 18 ist wahrscheinlich dann das Maximum, ne? Hier könnten wir auf einen 10er-Wurf. Das heißt, wir treffen sehr, sehr wahrscheinlich. 140 hätten wir dann noch. Körperbeherrschung 50. 110. Ne, das sind fast 200. Das reicht nicht. Seit ich mache Körperbeherrschung auf 8, dass wir nicht mehr umgeboxt werden. Aber ich kann mich echt nicht entscheiden. Verdammt. Irgendwie ist alles irgendwie gut, ne? So, jetzt könnten wir hier auf die 10 gehen. Und dann so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit vielleicht erhöhen. Ne, das ist auch Quatsch. So hätten wir noch 200, das müsste reichen. Das waren, glaube ich, 110 und nochmal 75, das könnte hinhauen. Machen wir das mal. Komm, nicht lang diskutieren. Körperbeherrschung 250. Überlegen, 250. Und das sind 290. Verdammt, das reicht nicht. Moment, habe ich das gespielt? Nee, halt. Ist das gespeichert? Ne, 400. Kann ich das denn? Ach, jetzt bleibt's auf. Ach so, ne, geht doch wieder zurück. Das kann ich vergessen. Das sind. Ja, 195. 195. Ne, 295. Halt, was mache ich denn da? 295, das reicht nicht. Wir waren bei 250, wenn wir das hier hochdrücken. 250, ja, das ist nicht gut. Okay, aber das mit dem Niederwerfen klingt. Okay, das ist zweitrangig. Dann machen wir das doch. Machen das hier mal auf einen höheren Wert und arbeiten schon mal in die Richtung. Scheiß drauf. Zumindest mal auf Stufe 7, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Ach Gott, jetzt haben wir noch den. Oh, den Zauberan, der Zauberan. Den haben wir auch noch. 20 Minuten nur in. Oh, ja, vielleicht über. Eine Runde wird noch gehen. Komm. Mache ich weiter. Bis zum nächsten Mal die nächsten Geschichten. Standfest Katzen gleich auch nicht schlecht. Gliederschmerz, ja. Armatrotz, bessere Rüstung. Rüstungswert, Rüstungsschutz um 4, dann um 5. Und dann um 6. Okay, das ist einfach nur sehr gerade nach oben.
Ich hätte wahnsinnig gern mit ihm auch die Stufe 2, muss ich gestehen. Dann kann der mal ordentlich. Dann kann der ordentlich hochheilen, aber. Wir haben ja gesagt, wir gehen auf eher auf die Geschichte los. Der Flammenstrahl. Erfolgswahrscheinlichkeit 98, das ist super. Stufe 3 zu fast 90%. Und dann wird es hier der Kegel. Das ist ja eh das Letzte, was wir machen wollen, ne? Mehr wollen wir doch gar nicht. Das heißt, im Grunde... Schwierig. Oder doch das hier auf die höchste Stufe, höhere Stufe bringen. Das ist nämlich schweineteuer. Ja, ein Stieflein geht. Vielleicht so einfach nur mehr Feuerball, mehr Flammenstrahl, bessere Werte. Oh, das ist ja geil. Kulminatio Kugelblitz. Gerade bei Gruppen wahrscheinlich sehr angenehm, aber das ist ja wieder Feuerball im Endeffekt. Ja. Kriegen wir es trotzdem hin? Nee, es reicht gerade so nicht. Jetzt hat man den Flammenstrahl verbessert, höhere Wahrscheinlichkeit, der Schaden bleibt ja leider gleich. Und besseren Balsam Salabunde, dann können wir auf Stufe 2 auch mal heilen, falls es... Ich weiß nicht, warum Probleme geben sollte. Wobei, auf Stufe 1 kann er sich dann selber heilen. Die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen erhöhen. Stufe 3, was ist die Wahrscheinlichkeit? Das sind 82%. Kann er sich eventuell, wenn er vergiftet ist, wieder selber heilen. Dann muss nicht immer alles die Alde machen. Das heißt, er heilt sich auch. Genau, das kriegt dann die Niam auch. Oder hat sie nicht schon? Ach nee, das ist nicht Gift heilen. Clarum Purum. Kommt sie jetzt auch mal. So, Hexenspeichel ist Heilung und ein bisschen Giftresistenz und sowas. Lebenspunkte wiederhergestellt. Magische Resistenz, ja. Und hier wären es was? Ausweichen und Nahkampfattacke wird... Ja, also als Unterstützung vielleicht. Könnte man ja spaßhalber mal versuchen. 45%, dass das gelingt. 60%, dass es gelingt. Ja, 41. Was haben wir hier... Klarum Purum. So, einfach mal so ein Hans Dampf in Angassen. Wir müssen uns ja nicht immer auf alles auf eins konzentrieren. So, Heilung brauchen wir für die... Ja, ja. Alle? Ja komm, wir kriegen ja genug Geld hier. Hätte ich mir sparen können. War dumm. Egal. So, jetzt haben wir es eigentlich fast schon, oder? Sie hat den Speer. Warum? Speer war eigentlich nicht... Wieso ist der... Hä? Wieso wird der Speer nicht angezeigt? Ach, weil wir nicht auf Waffen sind, oder? Jetzt ist der Speer... Ach, da ist er doch. Ist der Hof? So, heißt Brandpfeile, Jagdpfeile und die Sehnenschneider, richtig? Stumpfe Pfeile, Sehnenschneider und Brandpfeile. Stumpfe Pfeile zum Umschubsen, die Brandpfeile nehmen wir mal ganz am Schluss. Nehmen wir dann über die Jagdpfeile. So, das ist das aktuelle Waffenset. Okay, Waffen hat sie auch. Läuft. Boah, das ist aber echt irgendwie so ein bisschen... Wie seid ihr? Achso, Brandpfeiler mir alle. Wegwerfen, ja. Genau wie wir. Neues Futter für die Asselkönigin. Ja, ja, ja. Viel Glück. Danke. Was sagt der alte Gladiator jetzt? Lass mich in Ruhe. Nichts, aha. Immer zu Bohnen. So. Dormitorium. Mehr haben wir nicht, oder? Was sagt er denn jetzt? Ein erhebendes Schauspiel. Das finde ich aber auch. Ende. Haltung, Gladiatoren! Jawohl. Die kann uns nur was beibringen. Immer noch am Leben? Nein. Kampfübungen? Könnt ihr uns noch... Nein, wir haben auch keine Punkte mehr. Alles ausgeben für Quatsch, nur damit wir überleben. Das ist ja unangenehm. So, schlafen legen. Werft euch in Schale. Es geht weiter. Och, nö. Speichere häufig. Nein. Willkommen, Volk von Mengbilla. Doch. Der zweite Tag bringt die Schrecken des Dschungels in die Arena. Sehen wir, ob unsere heldenhaften Gladiatoren die Jungfrau Aurelia ein weiteres Mal aus den Klauen der Feinde befreien können. Die hungrigen Tiger des Dschungels warten bereits auf unsere Gladiatoren. Oh, nicht Tiger. Empfangt die Todgeweihten. Lasst die Kämpfe beginnen.
Das ist auch so ein lateinischer Spruch, ne? Empfangt die Todgeweihten. Vergessen, wie das heißt. So. Ach, die sind in der Mitte, nehme ich mal an. Man sieht nicht hinein. Ah, okay. Wo? Und wer sitzt da oben? Achso, sie. Ich glaube, an die kommen wir schlecht ran. Wieso ist die so unscharf? Ja. Da ist es. Ach, in allen vier Ecken sollen T-Shirt drin stecken, oder wie? Wir müssen uns schnellstens in die Mitte vorwühlen. Dass wir gemeinsame Sachen machen können. So, jetzt mal die Überlegung. Was ist das hier? Irgendwie einen Busch verstecken. Wir sind auf dem Maximum. Das heißt, das ist die erste Runde. Soll ich hier wirklich schon meinen super krassen überirdische Geschwindigkeit, soll ich das wirklich machen? 20 ASP, wir haben 28. Dauert 10 Runden, bis das wieder voll wäre. Okay, wir müssen es versuchen. Boah, krasser Soundbug. Was war das denn? Wieso war der so abartig laut gerade? Okay, sie kommt von der Seite noch ran. Ja, für den müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal. Sind da welche drin? Wenn ja, würde ich mich dann als Bollwerk mal vorstellen wollen. Obwohl, der ist jetzt auch super schnell. Versuchen. Kommen die alle nur aus der Mitte raus? Ach, da ist nämlich einer. Der wird auf den losgehen. Oi, 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 oi. Da ist der nächste. 1, 2. 3. Das sind 5 Stück. Ja, übertreibst du noch mehr hier, Affen. Unten rechts vielleicht, unten links. Man kann die Kamera nicht schwenken. Das ist vielleicht kein Service, so. Das ist kein Service, den ich will. Hier haben wir ihn, den Pika, und sie als Heilerin neben ihm. Okay, das heißt, keine Ahnung, wie schnell die will. Wölfe, ja. Mal nicht ganz. Wir warten ab. So, sie geht natürlich schnurstracks nach Hause zum freundlichen Arm. Okay. So dürften wir eventuell nicht angeknabbert werden. Nee, natürlich werden wir angeknabbert. Ach, der ist aber schnell und groß. Großer Tiger beißt arg. Dschungeltier. Die erste Wunde wurde geschlagen, hervorragend. Okay, rechts viel Feind. Oi, 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 das war eine ganze Menge Ehre zu holen. Hey, yay, yay, ja. So, direkt mal das Bollwerk hier aufziehen. So, die Gute. Die Gute könnte, ich kann sie noch schießen. Ja, ich glaube, das ist nicht so eine ganz gute Idee, was ich hier vorhab, weil jetzt viel zu viel Platz. Von wo könnte ich treffen? Von hier vielleicht? Wir probieren's. Laufen durchs Gewühle. Die trifft's natürlich wieder nicht, das war so klar. So, wie viel? 41 Trefferpunkte haben die Scheißviecher. Okay. Kann ich denn, was soll ich da machen? Was machen wir da am dümmsten? Wenn ich den Falkenauge auf Stufe 2 zauber. Leichterer Fernkampftreffer, Schaden plus 3 für 3 Runden. Ach komm, wir ballern. Über dann so einfach in die Truppe. Oh. 90, ne, 95% und ich habe verfehlt. Oder war das doch 90? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sie sind ja relativ wuchtig.
Wenn ich mich hier hinstellen sollte, versehentlich. Ach, die können durch alles ohnehin durchlatschen. Okay. Bitte nicht. Parierschlag. Wir warten. Die Runde geht noch eine Weile. Das heißt, wir warten auch hier nochmal. So, was macht sie? Hoffentlich keinen Fehler. Also die kommen hier nicht wirklich ran an sie. Sehe ich das richtig? Die müssen... Wie dick sind die denn wirklich, die Tiere? Die sind zwei Felder groß. Breit. Nee, lang. Zwei Felder lang. Damit sind sie relativ flink. Könnten also auch hier drin stehen. Das ist nicht gut. So, wir stellen uns erstmal hier rein. Und jetzt machen wir was Sinnvolles. Hätte ich vorher schon machen sollen. Jetzt haben wir wieder eine Runde verschwendet. So, Spiegelschild auf 90%. Gelingt's. Jawohl. So. Im Grunde würde ich sagen, bis hierhin zurückziehen. Und dann den Feuerball. Hoffentlich bin ich jetzt nicht ein Feld zu weit. 84%ige Chance. Komm schon, du schaffst es. Jawohl, Sir. Schon mal die Hälfte weg von dem Scheißvieh. Was ist das? Wer wird angegriffen? Naurim, Naurim? Naurim. Boah. Und? Jetzt sind wir nochmal dran. Sehr gut. Ich würde sagen, wir schnappen uns erst einmal... Der kriegt auf jeden Fall auch noch so eine... So ein Schild. Keiner ist angeschlagen. Okay. Jetzt. Was? Normaler Angriff. Gezielter Stich. Mit Wunde. Eine oder mehrere Wunden. Hier hätten wir mit 85% zwei oder mehr Wunden. Dann trifft er noch unwahrscheinlicher. Aber 95 klingt echt verdammt gut. Versuchen das mal. Hat keine Wunde. Eigentlich müsste das stehen, keine oder mehrere, aber okay. So, umboxen vielleicht. 95% schwächere Gegner. Ist das ein schwächerer Gegner? Ich glaube es nicht. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ist kein schwächerer Gegner. Das ist unwahrscheinlich. Unglaubwürdig. Nee, was auch immer. 35, nicht gut. 35 immer noch schlecht. 85 besser. 60%ige Chance. Treffer. Okay. Versuchen wir doch nochmal eine Wunde zu schlagen. Halt. Jetzt 100% Todesstoß. Ignoriert Rüstung. Doppelte Wunde. Perfekt. So, was macht sie? Sie zaubert auf den Guten den Schild. Doppelschild. Okay. Er hat noch 10 Trefferpunkte. 10, was haben wir vorher gemacht? 22 auf der höchsten Stufe. Dann mache ich jetzt mal nur die Stufe 2. 8 bis 18. Toi, toi, toi. 13 Punkte Schaden. Hervorragend. Sehr gut. Sie werden nicht getroffen. Da wird er getroffen. Ja gut, aber der hat noch ein bisschen. Ein bisschen hat er noch. Ein hat er noch, ein hat er noch. Moment. Angreifen. Wuchtschlag. Sauber, einer weniger. Perfekt, er schießt aus der... piekt aus der zweiten Reihe. Und der Rest guckt doof. Ja doch, gehen wir auf den los. 90%, das klingt gut. Jetzt müssen wir ein bisschen an Mana sparen, würde ich sagen. Wunde schlagen, 95, ignorieren. Ich glaube, wenn die einmal angeschlagen sind... Ach so, klar. Nee, pariert hat er ja gar nicht. Er kann ja gar nicht parieren. Egal, wir stechen eine Wunde. Keine Wunde, okay. Es hätte wohl nicht sollen sein. So, sie hält mal die Stellung. Vielleicht wird irgendjemand noch doller angegriffen. Ja, ich würde sagen, ihr macht die einfach mit, oder? Ja, einen Moment warten. Und dann knüppeln wir mit. Ein Traum. Ich wünschte, ich könnte seine Abwehrwerte mal sehen.
Wir haben nur plus 2. Initiative, ja. Hm. Trefferwahrscheinlichkeit 60%. Das ist natürlich nett. So. Umwerfen, versuchen. Ich würde sagen, ja. Natürlich nicht gelungen. Ist nämlich ein ziemlich großer Junge. Du sparst deine Zauberei. Können wir den treffen? Achso, nee, wir haben gewartet. So. Sie feuert mit 100% aus der zweiten Reihe. Wie aus der dritten. So, was hat er noch? 7 Punkte. Das heißt... Oh Mann, bleib halt drauf. Was machen wir da? 100%ig 7 Punkte Schaden. Rüstung. Späte Parade. Ging sowieso. Komm, krasser 100% Schlag. Okay. Also die erste Runde, die ist erstmal ein schlechter Witz. Das finde ich sehr gut. Nee, da machst du auch nichts. Und du... Wie lange hat er noch seinen komischen Schild? Eine Runde noch. Ja, nächste Runde wird er getroffen. Umboxen. Nee, gelingt einfach nicht. Erneuern. Nee, machen wir nächste Runde. Warten erstmal. Nee, der hält sich mal komplett raus aus dem Kampf. Das lassen wir mal ganz sein. Das müsste hin auch, ne? Vom Winkel her. Jawohl. 90%. Treffer. 13 Punkte, sehr schön. So, jetzt bitte eine Wunde schlagen. Wenn überhaupt. Ja, 95, das reicht. Boah. 23 Punkte Schaden. Ganz übel abgestochen. So, drei Leute sind dran. Dann sind nochmal zwei Leute dran. Sollte eigentlich ausreichen für das Tier, oder? Nee, ich warte trotzdem ab. Ich möchte in den nächsten Kampf mit vollem Mana gehen. So, harter Schlag einfach mal. Ist zu groß das Vieh. Boah. Zu groß zum Unboxen. Und natürlich kann man über den Zwerg drüber schießen. Auch perfekt, dass der da an der Front steht. Oh. 70%. Verfehlt. Okay, das war abzusehen. Und es ist irritiert. Also trifft der wundenverursachende Schlag. Okay. Jetzt hat sie endlich mal was zu tun. Der Zwerg bekommt eine einfache Wundheilung. Gut. Heilt ihn nicht. Lass ihn sterben. Ja, ja. Undankbares Pack im Publikum. 150. Oh, 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 oh. Aber nur 5 Dukaten. Okay. Dieses war der erste Streich. Sie, die fünfte Horde Mengbella. Die grausamsten Krieger der Waldmenschen. Die Schrumpfköpfe sammelnden Cthulhu. Oh, nicht die Cthulhu. Cthulhu. Oh, Fernkampf. Und flink sind sie natürlich auch. Sehr gut. Lauter Fernkämpfer. Boah, nee. Trifft nichts. Gut. Oh, Kidoki. Ach, Fallen. Bevor ich irgendwas mache, erstmal Fallen durchsuchen. Ich habe da so eine Vermutung. Gar keine Fallen entdeckt. Boah, das haut so abartig rein. Das ist echt eine ganz schöne Scheiße. Achso, ich kann sie nicht treffen, aber sie können mich... Achso, ich stehe auch irgendwie... Wo sind denn die scheiß Gegner? Ich brauche mal so eine Minimappe. 1, 2, also der ganze Süden ist zu geschissen. 1, 2, 3, 4, wir sind 4, läuft. Ja, wenigstens ist es super fair. Okay, was machen wir da? Einfach nur abknallen, oder? 75%? Ach, so viel zum Thema. Scheiße. So, erstmal einen Meter zurückziehen. Und den Schild. Wer soll den Schild bekommen? Die jetzt gleich vorstürmen, würde ich sagen. Er zum Beispiel. So. Geh mit Gott, aber geh mit Doppelschild. Göttlichem Doppelschild, so. Ah, okay. Hoffen. Falscher Charakter.
Andererseits muss ich doch vor. Moment, wir heilen uns einfach mal. Ganz gediegen. Geheilt. Perfekt. Ach, die haben schon eine Wunde geschossen, die Ratten. Hoffentlich ist hier keine Falle. Ich habe keine entdeckt. Was ist das? Gezielter Schuss? Verfehlt? Verfehlt. Hervorragend. Oh, das ist normaler. Das ist ein normaler Angriff. Verfehlt. So. Was machen wir da am sinnlosesten? Hier hat ja den Schild. Das heißt, machen wir das hier auch. Links und rechts werden wir mal vorstürmen. Aha, besserer Winkel. Dass er ihn noch besser trifft, sehr gut. Okay, dann was? Ich würde sagen... Balkenauge Meisterschuss. Besseren Fernkampftreffer. Und mehr Schaden, wenn wir treffen. So. Dem hier würde ich ganz gerne auch den Schild verpassen. Reicht das? Ne, ist zu weit weg. Jetzt stehe ich natürlich nicht so günstig. Aber es sollte reichen, oder? So viel zum Thema. So viel zum Thema. Okay. Dann marschieren wir mit weit nach vorne. Weiter mit nach vorne, wie auch immer. So, und hier verstecken wir uns hinter dem Dicken. Hinter dem Kleinen eigentlich, aber okay. So, er ist hier, der ist dort. Ja, dann machen wir einfach. So viel zum Thema Verstecken. Pech gehabt. Jetzt bin ich auf den... Ah, nicht auf die Zauberlinge. Ja. Die sind hier gerade in Zugzwang. Schlecht. Moment, hier müssen wir ganz kurz warten, dass sie den Schild, den Spiegelschild benutzen können. So. Können wir treffen? Nicht so richtig. Können wir denn irgendwen treffen? Nein. Unser altes Ziel. Den hier können wir mal ein bisschen bearbeiten. Beharken. Machen wir doch einfach mal spaßhalber. 90% und treffen mit mehr Schaden, wenn wir treffen. Sehr gut, hat gesessen. Und der bekommt jetzt den lustigen Schild ab. Gut. Feuerball. Ist wahrscheinlich zu weit, oder? Für Feuermagie. Jawohl. Zu weit. Aber wie weit? Zu weit. Wie weit ist zu weit wirklich? Gelingt das? Oh, natürlich wieder nicht. Nee, aber wirklich niemand ist hier in Reichweite, oder wie? Ein Feld. Ha. Hätte ich doch mal den Distanzzauber benutzt. Ja, ganz schön dumm gelaufen. 84%. 18 ASP. Hm. Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie besser wäre, mich einfach nur gegenzuheilen, weil so krass scheinen die gar nicht zu sein. Ich möchte trotzdem wieder sparen. Hoffentlich spare ich nicht am falschen Ende. Das wäre sehr ungut. Sehr ungut. Ja, komm. Zwingen wir sie in den Nahkampf. Die gute Frau. Beenden. So, er stürmt direkt ran an den Feind. Ran an die Buletten. Der wird als nächstes abgestochen. Der Utulu. Verfehlt. Der macht nichts. Der wächst. Ja klar, die müssen die Waffe wechseln. Das ist super. Okay. 100% Todesstoß, weil er gerade die Waffe wechselt wahrscheinlich. Sehr gut. Verwundet? Nein. Nur wir sind verwundet. Sehr gut. Er wirkt als Bollwerk. 90%. Abschießen, komm. 18, sauber. Sie macht, sie heilt sich mal selber, weil sie wurde schon wieder getroffen. Weiß Gott, wie sie das wieder geschafft hat. So muss es sein, richtig.
So, jetzt. Zauberchen ist dran. Wie viel haben die denn? Die hat noch volle Energie, okay. Ich bleib trotzdem mal auf Abstand. So, das Bollwerk gegen... Na, das nicht angeschossen werden können. Das... das war's. So, er ist dran. Die hat wahrscheinlich keine Umfallresistenz. Oh doch. Die ist ein krasser Gegner. Wer hätte das gedacht? Daneben. Miststück. Aber wenigstens nichts Vergiftetes oder so. 65. 75% eine Wunde zerschlagen. Komm. Und keine Wunde. Aha. Was haben die für eine Körperbeherrschung? Die miesen Hunde. Wollen die ewig leben? So, weg mit dir. Und... Uah. Dieses war der erste Streich. Boah, das wird jetzt weiter. Tja. 29, ja. Dann könnte man wieder gegenhalten. Ich glaube, wir sparen uns das aber mal. Du wartest mal. Hoffentlich gelingt uns das doch noch mit dem Umschubsen. Nein. Computer sagt, ist die nächste. Halt. Ach, ich hatte die... Jetzt habe ich die Bogenschützen dran gehabt, oder? Sie macht nichts. Und wir helfen mit beim Draufhauen. Verfehlt. Toll. Okay, was hat der noch? Nicht mehr so viel. 60. Das mit den Wunden müssen wir weiter versuchen. Das sind vielleicht zähe Hunde, diese Utulu. Zähe Utulus. So. Ach, die ist tot. Da müssen wir näher ran. 65. Bin wahrscheinlich zu weit weg. Ja, 90. 75? Hä, ich denke 90. Achso, normaler wäre... Und mit mehr Schaden... Mit mehr Schaden wären es 75. Versuchen. Tja. So viel zum Thema. Ja, auf meinen Zwerg zu hauen. Das hau ich mal. Allen geht's noch relativ gut. Da machen wir erstmal gar nichts. So, jetzt bitte mal treffen. Ne? Okay. Umschubsen ist irgendwie so eine Sache. Die sind so frech. Oh, jetzt haben wir endlich einen Grund zum Heilen. Sehr gut. Nicht zum Heulen, sondern zum Heilen. Komm, normal abstechen. Oh, jetzt hat er noch zwei oder so HP. Jetzt wird es langsam ungut. Das war so nicht gedacht. 75, versuchen. Mehr Schaden. 13, perfekt. Jetzt darf jeder treffen, das ist echt krass. Okay, kann ich den von hier aus heilen? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal einen Meter vor. So, Stufe 1 muss da ausreichen. Das muss erstmal reichen. Okay, ich hätte doch auf Stufe 2 gehen sollen. Egal. So, warten mal ganz kurz ab. Er soll sich zuerst mal versuchen, wieder mal umzuschubsen. Ne, dann nicht. Aber wenigstens treffen wir so besser. Also auch nicht. Aha. Also jetzt darf mittlerweile jeder mal in den Zwerg treten. Beziehungsweise weiterhin versuchen, mit mehr Schaden zu treffen. Bei 3/4 Chance. Seeauber, der ist gleich weg. Seeauber. Okay. Parade. Erstochen. Schön. Wenn man sich über ein Abstechen freuen kann. Naja. Sonst freut man sich nicht so, wenn man es in der Zeitung liest. Von den üblichen Verdächtigen. Aber weiter geht's. Okay. Wir warten wieder ab. Das gelingt irgendwie nie so wirklich. Ach, die hat so zwei Sternchen. Das ist so eine ganz krasse Alte. Okay. Wuchtschlag. Komm, einfach hauen, oder? Wir hauen jetzt hier einfach kaputt. Halt. Oh, Mana. Gefällt dir das?
Wo das herkommt, haben wir noch mehr. Ach Gott, jetzt hört auf, den Zwerg zu malträtieren. Was hat das Miststück noch? Ach, das ist ein Typ. Reicht ein normaler Schuss? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen es versuchen. Ah, hätte ich doch normal geschossen. Hätte, Fahrradkette. Okay. Wir stürmen voran. Drauf und dran am Feind. Und dann geht's los. Wieder getroffen. Also. Ich denke, der hat so eine krasse Rüstung. Was soll das denn? Ja. Wer ist dran? Wer ist das? Der ist das. Dann verstecken wir uns lieber erstmal ein bisschen hinter ihm. Hinter ihr. Warten ab. So, viel hat's denn nicht mehr. Ein Schlag, komm. Vielen Dank. Oh, der ist jetzt wahrscheinlich sauer. Jetzt kommt nämlich hier der Feind angerückt. Gute Entscheidung. Auf den wird er losgehen. Heißt, ich kann weiter vor. Haha. Daneben. Ich gehe mal vor und warte. Ich möchte mich zuerst mal die Heilung... Ach, guck mal, der hat eine Wunde. Bitte melde dich. Oder bitte heile mich. Nee, für so einen Quatsch haben wir keine Zeit. Wir müssen den Zwergen hochheilen. Auf ein gerüttet Maß. Ach, geht nur eins? Oh Mann, wie schlecht. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich hätte doch auf ihn warten sollen. Denn er kann ja jetzt auch halbwegs gut heilen, oder? 97, 94. Das heißt, dann hat er 45. Auf, komm. Wir müssen ja nicht immer nur mit ihm angreifen. Er kann jetzt auch heilen. Perfekt. So, direkt mal umschubsen. 55, das wird nicht gelingen. Und es gelingt. Ach, das war's schon. Achso, der hat ja eh nicht mehr viel. Der Lappen. 150. Tja.